Ja, also zuerst muss man, glaube ich, nochmal betonen, auch für die Zeitgenossen, also für fast alle Zeitgenossen, ist das vollkommen überraschend gewesen. Sie haben den Brief erwähnt vom Juli, der sozusagen sich an die Parteiöffentlichkeit gewandt hat und einen Monat später, aber das war ja sozusagen noch eine Halböffentlichkeit, und einen Monat später, Ende August, begann dann sehr plötzlich und überraschend, sowohl für Sowjets, aber vor allen Dingen natürlich für das andere Ausland, für das westliche Ausland, eben dieser erste große Schauprozess. Das war also damals genauso überraschend, wie Sie das eben gesagt haben. Und es begann schon damals die Diskussion, was hat das zu bedeuten? Und man wusste das nicht, weil vieles verschwiegen wurde. Heute sind wir da sehr viel kundiger oder können wir kundiger sein. Es gab auch damals schon viele Hinweise und viele Zeugen, die da anderes gesagt haben. Aber heute stellt sich das natürlich dar, dass das, was dann im August begonnen hat mit diesem ersten sogenannten Moskauer Schauprozess, eigentlich nur die Spitze eines großen Eisberges gewesen ist, was eben einen gewissen Vorlauf hat, wie Sie sagen, was eine gewisse Logik hat bei aller Willkürlichkeit, die da stattgefunden hat und bei aller Unklarheit, die es da gegeben hat. Und wenn man da sozusagen ganz grob, das ist natürlich zwangsläufig jetzt etwas grob, sagen kann, dann ist nicht unbedingt der Beginn dessen, was 38 passiert, wie es heute gerne gesagt wird, das Jahr 1917, obwohl es natürlich Kontinuitäten gibt. Aber eigentlich herrscht in der Wissenschaft und in der entsprechend Einigkeit darüber, dass der entscheidende Beginn dieses Prozesses, der zu 38 führt, 10 Jahre vorher war, im Jahr 1928. Und das ist eine Situation, wo man sich ganz kurz vorstellen muss. Es gab die sozialistische Oktoberrevolution, wie sie sich genannt hat, im Jahre 1917. Sie hatte gehofft, dass sie sozusagen der Beginn einer großen europäischen Weltrevolution ist. Das hat sich Anfang der 20er Jahre als Illusion, wie auch immer man das sehen will, erwiesen. Und dann hatten die Sowjets ein Problem. Sie waren ein unterentwickeltes Land. Wie kann man überleben, wenn man nicht die Hilfe von die industrielle Hilfe anderer hat? Das war nun mal, das waren Sozialisten, die sind davon ausgegangen, man kann einfach nicht, wenn man in einer armen Gesellschaft ist, einen Sozialismus aufbauen. Und das ist die Diskussion, die beginnt in den 20er Jahren in der Partei, eine unglaublich breite, plurale, offene Diskussion. Wie geht man mit diesen grundlegenden Problemen um? Und dann passiert Ende der 20er Jahre etwas. Es gibt eine massive ökonomische Krise und die Parteiführung, die sich bis dahin schon gegen ihre inneren Widersacher durchgesetzt hat, also Leute wie Leo Trotzki wurden verbannt, wichtige Figuren wie Sinowjew, Kamenjew wurden in die Opposition verbannt, es blieb eigentlich nur der Generalsekretär Stalin. Und da gab es dann in dieser ökonomischen schwierigen Situation 28 die Entscheidung, man will das Land Sowjetrussland mit Gewalt kollektivieren und industrialisieren. Das ist sozusagen nochmal ein Bruch in dieser ganzen Kontinuität, und da beginnt eine Gewaltförmigkeit der Auseinandersetzung, die ganz bemerkenswerte Ausmaße gehabt hat und die dazu führt, eben natürlich vor allen Dingen soll es darum gehen, die Bauern zu enteignen, und die wehren sich mit Gewalt, mit Mord, mit Aufständen. Es gibt nur eine Zahl, im Jahr 1930 gibt es eine Zahl über 13.000 Bauernaufstände in einem Jahr und in Sowjetrussland, und da reagiert die kommunistische Partei, die Regierende, mit Gewalt und unterdrückt das. Und da beginnt sozusagen ein Prozess, wie ich es nennen würde, der kumulativen Radikalisierung, der Auseinandersetzung. Da gibt es Hochs und Nieders, da gibt es sozusagen Phasen der Entspannung und wieder Phasen der Verschärfung. Und das beginnt aber eben schon Ende der 20er Jahre. Und dann gibt es sozusagen das nächste große Zwischendatum vor 38, ist das Jahr 34. Es gab 32, 33 in der Ukraine eine riesengroße Massensterben, eine Hungersarmut, wo Millionen von Bauern gestorben sind im Zuge dieser Auseinandersetzung, dieses Klassenkampfes auf dem Lande. Und da gab es in der Partei massive Versuche, Stalin, der eben dafür verantwortlich war, für diese Politik, abzusetzen. Also es gab in der Führungsgruppe massive Auseinandersetzungen, und 34, im Jahre 34 ist einer der wichtigsten Verbündeten von Stalin, ein junger Parteisekretär, der Leningrader Parteisekretär Kirov, ermordet worden durch ein Attentat, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Man geht davon aus, dass mindestens die Geheimpolizei drin verstrickt ist, also indirekt wahrscheinlich auch Stalin, aber das ist nicht gesichert. Und diesen Moment benutzt Stalin für eine neue Qualität. Er sagt,
jetzt sind die Feinde, die uns gegen den Aufbau des Sozialismus sind, nicht nur die Bauern und viele unwissende Arbeiter, sondern es sind auch Parteileute, weil da eine Verschwörung der Partei drin gesehen wird. Und da beginnt dieser Prozess, der sich auf die innerbolschewistische Führungsgruppe wendet. Und auch da hat Stalin noch einige Mühe, das durchzuziehen, weil es offensichtlich war, dass diese Leute nichts mit dem Attentat zu tun hatten. Aber er schafft das eben nach 2 Jahren sozusagen, das so zu konstruieren, so darzustellen, dass seine führenden Kontrahenten, vor allen Dingen damals Grigori Sinowjew und Kamenjew, ganz wichtige Oktoberrevolutionäre, sozusagen verantwortlich gemacht werden für diesen Mord an Kirow. Und Stalin benutzt das sozusagen dann, um mit diesen Schauprozessen ein Prozess der Parteisäuberung durchzuführen, genau wie Sie das vorhin mit ein paar Zahlen genannt haben. Und das ist sozusagen, das ist der Kern der Moskauer Schauprozesse. Der hat also einen gewissen Vorlauf und auch diese ganze Dynamik lässt sich nur darin erklären. Man versteht auch die Dimensionen erst dann, wenn man merkt, dass auch das nur eigentlich der Beginn war, sozusagen einer über die Partei hinausgehenden Massensäuberung, die das ganze Volk betroffen hat, dann in den Jahren 36, 38 und auch noch teilweise folgende. Das ist sozusagen, das ist jetzt ganz grob gesagt, dieser Prozess der kumulativen Radikalisierung, der vorher stattgefunden hat. Und wenn man das auf den Begriff bringen will, es war eine neuartige Gesellschaftsform, die da in den 20er, 30er Jahren entstanden ist. So eine Gesellschaft hat es vorher nicht gegeben. Und dieser Prozess ist letztendlich, dieser repressive Prozess ist ein Prozess der Herrschaftsformierung. Da hat sich eine neue Herrschaftskaste gebildet. Da streitet man seit Jahrzehnten, wie man diese Gruppe nennen kann. Ist das jetzt eine neue Klasse? Ist das nur eine Kaste? Ist das eine Schicht? Wie soll man das verstehen? Aber es ist faktisch, dass hier eine neue Herrschaftsformierung gemacht hat. Und dafür steht der Name Stalin. Aber es ist nicht nur Stalin gewesen. Die ganzen Repressionen, auch Ende der 30er Jahre der Moskauer Schauprozesse, sind zwar von Stalin beaufsichtigt und auch in Gang gesetzt worden, aber er hat nie allein gehandelt. Es gab immer eine Kerngruppe von des politischen Büros, des Zentralkomitees. Es gab immer eine Gruppe, die das zu verantworten hatte. Und insofern, das ist der politische Ausdruck, diese Gruppe, dieser Herrschaftsformierung. Und in dem Kontext, glaube ich, kann man und soll man dann diese Schauprozesse auch verstehen können, als ein Versuch mit massiven repressiven Mitteln eben sozusagen die neuen Verhältnisse abzusichern. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil das hatten Sie ja auch gerade erwähnt, quasi der Vorläufer, ja, Ende der 20er Jahre in der ökonomischen Krise und vor allen Dingen der zeitgleich avisierten Zwangskollektivierung auf dem Land. Ja. Da gibt es so ein schönes Buch von Andrei Platonow, Die Baugrube, in der unter anderem der Protagonist Schiklin, eigentlich ein Parteisoldat, wenn man so will, damit konfrontiert wird, was das de facto wirklich vor Ort heißt an Gewalt und an eben auch Verelendung auf dem Land. Eigentlich geht es aber um den Bau eines großen kommunistischen Gebäudes, in dem alle Menschen leben können. Also eine ganz zukunftsorientierte, moderne Idee, die sie da eigentlich in diesem Roman verfolgen und dann eben die Realität sieht ganz anders aus. Jetzt muss man sich ja die Dimension der Sowjetunion vor Augen führen, sprich, was heißt denn da auf dem Land? Das waren ja enorm viele Provinzen mit enorm vielen Akteuren. Wie kann es denn aus diesem modernen Drive der Anfangs 20er Jahre überhaupt sowas gegeben haben wie diesejenigen, die dann dort quasi als verlängerter Arm von Stalin, um mal diese Vereinfachung rauszunehmen, dass Stalin das gemacht hat. Wie erklären Sie sich denn diesen Wandel aus so einer revolutionären, vor allen Dingen die Mehrheit der Bevölkerung meinenden Idee hin zu so einer repressiven, dann ist es eben eine Minderheitengeschichte. Ja, es war sozusagen eine Form von Realismus. Man hat sich selbst als realistisch betrachtet, weil man eingesehen hat, im Laufe der 20er Jahre, man ist eigentlich als revolutionäre Führungsgruppe in einer hoffnungslosen Minderheit auf das gesamte Land gesehen. Es sind eben die Mehrheit der Bevölkerung, sind keine Sozialisten, Kommunisten. Und mit dieser Situation musste man ja so oder so umgehen. Und das ist eben das historische Schicksal sozusagen, dass dieser Versuch eines Sozialismus eben in einem Land stattgefunden hat, der eigentlich nicht reif dafür war. Die Bolschewiki hatten ja
hofft, dass sie eben, wie gesagt, wie ich schon sagte, dass das nur der Anfang eines Prozesses ist, in dem sie dann aufgehen können, sozusagen, und dann diese negativen Seiten verhindert werden können, aber das ist nicht passiert und dann hatte man diese Situation und da gab es so eine große, das sind die Diskussionen, die in den 20er Jahren gelaufen sind, wie geht man damit um, aber Ende der 20er Jahre wurde einfach sozusagen dann gesagt, so, wir machen jetzt diesen Gewaltweg, das ist das und man hatte ja schon in fast allen Provinzen, in Regionen hatte man natürlich kleine Stützpunkte, das waren immer einzelne kleine Gruppen der Partei, der lokalen Sowjets, der Staatsapparates. Das war natürlich nie die Mehrheit der Bevölkerung, aber das waren die Leute, die in der Lage waren, sozusagen zu agieren politisch, weil sie die Institutionen hatten. Und diese Leute, diese kleine Minderheit, war aber eben flächendeckend ja relativ vertreten. Und die hat diesen Prozess organisiert. Und das ist insofern zu erklären, weil es in dem Sinne keine alternativen Institutionen gab. Die Bauern haben natürlich versucht, sich zu wehren, aber das war ja kein Kollektiv. Das war ja nun keine Bauernbewegung, die sich einheitlich wehren konnte. Und so ist einfach dieser Prozess vonstatten gegangen, auch ja nicht in einem Schlag, sondern Stück für Stück. Und das ist eine sehr komplizierte, durchaus nicht widerspruchslose Entwicklung gewesen, aber die Erklärung, denke ich, ist letztendlich die, dass es eben faktisch nur eine Minderheit gewesen ist, die aber doch eben ja so weit verbreitet war, dass sie in der Lage war, diese Politik zu machen unter bestimmten Umständen. Also auch da wieder eine Form, das meine ich, es diente eben auch dann dazu, ihre Herrschaft zu verbreitern in dem Sinne. So zog man sich durch diesen repressiven Prozess, zog man sich natürlich auch die jungen Leute wieder ran, die dann zu Trägern der neuen Herrschaft wurden. Es haben viele Leute profitiert von den Repressionen in den 30er Jahren. Man darf das nie vergessen. Es sind junge Leute zu Parteikadern geworden, zu Verwaltungseliten, zu Wirtschaftseliten, die diesem Prozess ihre Karriere verdanken. Und das ist natürlich schon, es ist eben kein Prozess von einzelnen Personen, sondern ein breiter sozialer Prozess, der da abgelaufen ist. Mhm. Sagt Christoph Jünke, Autor des Buches Der lange Schatten des Stalinismus. Und wir reden natürlich nicht einfach nur aus diesem historischen Anlass heraus, dass vor 80 Jahren genau das begann darüber, sondern das hat natürlich auch mit dem Jetzt und Hier zu tun. Gerade wenn es um eine linke Kritik am Stalinismus geht oder eine, sagen wir mal, eine kritische Auseinandersetzung eben mit solchen, ja, was heißt denn emanzipierte Gesellschaft und wie stellt man sie her? Und vor allen Dingen haben wir ja auch heute eine Situation, in der so eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit so einem kritisch-emanzipatorischen Blick ja doch eher eine extreme Minderheit meint. Ja. Und das zu einer gesellschaftlichen Situation zu führen, wo es Mehrheiten mitzieht, scheint ja ein schwieriger Prozess zu sein. Gibt es denn aus Ihrer Sicht tatsächlich auch in der europäischen Linken so eine Art Aufarbeitung, die in so etwas wie Handlungsmaximen überführt werden könnte, oder ist es eher so ein Resignationsmoment? Wie sehen Sie das? Ich sehe das als einen sehr widersprüchlichen Prozess. Es gab sehr intensive Debatten in den Jahrzehnten, eigentlich seit Stalin, im Westen wie im Osten, durchaus unterschiedlicher Art von Debatten. Es gab bei uns in Westdeutschland in den 60er, 70er Jahren sehr intensive Diskussionen und Versuche der Aufarbeitung dieser Zeit und auch der Lehren, der politischen Lehren, die man daraus zieht. Aber auch das war natürlich politisch umstritten. Also es gab nie die linke Haltung zur Sowjetunion und zum Stalinismus. Aber in der Tat, da waren wir, glaube ich, schon mal weiter. Es gibt heute, also man hat Anfang der 90er Jahre gedacht, das Thema ist irgendwie historisch erledigt, weil das eben nur ein historisches Thema war in der Sowjetunion. Das hat, denke ich, hat sich heute als falsch erwiesen, diese Haltung, weil natürlich überall, wo linke Politik gemacht wird, stecken nicht in der Form, aber in der Qualität dieselben Probleme wie dort. Das haben Sie ja eben angesprochen. Wenn man eben nun mal noch in der Minderheit ist, wie geht man eigentlich damit um? Und das ist eben die Frage nach dem Verhältnis von Demokratie und Sozialismus. Inwieweit ist der Sozialismus oder die sozialistische Bewegung eine demokratische Bewegung? Oder inwieweit kann man sagen, dass sie in der Lage ist oder darf, demokratische Aspekte auch mal fallen zu lassen?
Das ist die Haltung gewesen, dann vieler Stalinisten oder Freunde der Sowjetunion in den 30er Jahren zu sagen, okay, dann darf man eben eine Zeit lang eben die Werte der Demokratie, also einer radikalen Demokratie von unten natürlich, über Bord werfen, wenn es dem Ziel dient. Das war sozusagen so eine Art Wette auf die Zukunft. Wir schaffen damit eben die Grundlagen der Zukunft. Aber heute muss man einfach die Bilanz ziehen. Das hat nicht gestimmt, das hat nicht geklappt. Der Stalinismus, diese Gewaltförmigkeit hat sich nicht selbst aufgehoben, sondern es hat am Ende dazu geführt, dass diese ganzen Systeme zusammengebrochen sind. Das heißt in der Tat, heute jeder, der diskutiert, wie kann man diese Gesellschaft verändern, grundlegend verändern, muss eine Haltung haben dazu, wie viel Demokratie als Bewegung da drin steckt und wie man sich zum Stalinismus verhält. Da sind die Diskussionen auch heute eher schwach, das muss man sagen. Also Leute, die da gibt es extrem unterschiedliche Personen, selbst für Leute, die man normalerweise nicht als stalinistische Positionen verstehen würde, kokettieren auch heute wieder mit diktatorischen Elementen und dieser Haltung gegenüber der Sowjetunion, wenn man zum Beispiel den Slavoj Žižek nimmt, das ist ja nun ein bekannter Autor, der nun selbst erfahren hat, was Stalinismus ist, aber auch bei ihm gibt es ein Kokettieren damit. Naja, wir können eben die Demokratie gerne, wenn es dem Ziel dient, auch ein bisschen sein lassen. Das sind so Haltungen, die schon dafür zu führen, dass ich den Eindruck habe, dass die Lehren, die mal viele gezogen haben aus diesen Verhältnissen, heute nicht mehr so präsent sind. Und die Lehre ist ganz einfach wie schwierig sozusagen. Es wird ein Sozialismus nur geben, wenn er demokratisch ist, oder es wird ihn nicht mehr geben, weil die Mehrheit der Bevölkerung hat es damals abgelehnt. Das ist die Lehre der Sowjetunion, das ist auch die Lehre der DDR und aller Sachen. Und man muss Wege finden, das wieder zu vereinen, diese beiden Aspekte. Mhm. Aber da gibt es natürlich keine schlüssigen Antworten jetzt von mir. Aber diese Diskussion, die schade, da würden Sie berühmt werden mit. Ja, und das lässt noch ein bisschen nach. Ich glaube, das Problem ist natürlich, dass diese Stalinismusfrage die Linke jahrzehntelang hoffnungslos zerstritten hat. Und viele haben Angst, dass wenn man diese Diskussion heute wieder führt, dass es wieder zu diesen Formen von Zerstreiten gibt. Aber eigentlich gibt es dafür keine Grundlage, weil die Verhältnisse sind ja Geschichte und man könnte mit einer gewissen Souveränität heute nochmal die alten Diskussionen aufrollen und in Ruhe diskutieren, was hat sich denn davon jetzt als richtig bewiesen oder nicht. Wir haben ja eine Erfahrung, sind jetzt mehrere Jahrzehnte später, aber diese Souveränität haben die meisten deutschen Linken leider noch nicht. Ja, ohnehin ist es ja eigentlich der gesellschaftliche Bruch oder die Probleme, die dabei auftauchen, die eher am spannendsten sind und gar nicht die Lösungen, die da angeboten werden. Ja. Aber vielleicht nochmal zum Beispiel Unidad Popular oder vielleicht auch Evo Morales oder da gab es ja andere Ansätze, also das ist ja nochmal unterschiedlich, ne? Die Unidad Popular, die von vornherein gesagt hat, na, wir müssen das vor allen Dingen ökonomisch absichern. Das heißt, das eine ist natürlich die demokratische Wahl, und die demokratischen Verhältnisse auch auf dem Land, also das, was ja durchaus in der Sowjetunion 1917 auch probiert wurde, einzurichten. Und das andere ist aber vor allen Dingen die ökonomische Absicherung, damit eben eine Mehrheit tatsächlich auch entsteht im Sinne von, meine Bedürfnisse sind befriedigt, also das scheint ein gutes System zu sein. Also ein bisschen das, was Chavez am Anfang ja auch gemacht hat. Ja. Und das ist doch eigentlich, also diese grundlegende Überlegung, die Ökonomie im Land als was Absicherndes herzustellen, ist ja gar nicht insular denkbar. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Verständnis. Ja, natürlich ist ein Großteil der Faszination, die hier die lateinamerikanischen Verhältnisse der letzten ein, zwei Jahrzehnte hatten, rührt daher, dass da eben das versucht wurde, dass eben nicht dieser gewaltförmige, in Anführungszeichen stalinistische Weg gewählt wurde, der Diktatur über bestimmte Gruppen, sondern dass man versucht hat, eben basisdemokratisch vorzugehen. Da ist ein Stück Lehre natürlich drin von dieser Geschichte, aber Sie haben vollkommen recht, das ist eben auch einmal mehr die Lehre. Es reicht nicht, dass zwei, drei lateinamerikanische Länder das machen und vielleicht auch noch irgendwie mit Unterstützung von irgendjemandem anderen an einer Supermacht oder sowas, sondern das muss größer sein. Sondern anders funktioniert es ökonomisch nicht. Und das ist eine ganz harte Lehre des 20. Jahrhunderts, auf die Linken bisher relativ wenig Antwort gefunden haben. Weil klar, meistens findet man die Antwort erst in der Praxis. Aber das ist natürlich das Problem. Es gibt eben, in der Sowjetunion hieß es damals Sozialismus in einem Lande. Das war die herrschende Ideologie. Man könne das
können wir das machen. Das funktioniert offensichtlich nicht. Das ist die Lehre des 20. Jahrhunderts. Und wie findet man aber einen Weg, sozusagen einen internationalen Sozialismus aufzubauen oder einen großen regionalen erstmal? Wie findet man einen Weg, diesen Prozess zu eröffnen? Das sind ganz schwierige, politisch ganz schwierige Fragen natürlich. Vielleicht abschließend, abschließend bei dem Thema ist ohnehin so ein Wort, was gar nicht so richtig funktioniert. Aber zu diesem, es gab in dem ganzen Setting auch etwas, was mich sehr irritiert hat, dass zwischen 36 und 38 ja eben nicht nur politische Gegner und Gegnerinnen zum Opfer gefallen sind dieser Geschichte, sondern eben auch Angehörige ethnischer Minderheiten, religiöser Verfasstheiten und so weiter. Wie ist denn das einzuordnen? Das ist ja nochmal was, was sozusagen, wenn wir jetzt das Internationalistische uns dabei ansehen, was ja durchaus auch mit dem später kommenden RGW dann probiert wurde, sozusagen als über diese ethnische, was in der Sowjetunion ja nicht funktioniert, Verfasstheit hinwegzugehen und zu sagen, es geht um eine soziale Verfasstheit, also das Proletariat meinetwegen, oder eben die Mehrheit der Menschen wenigstens. Wie kam es denn dazu oder was ist denn davon zu halten? Das ist natürlich auch eine sehr schwierige, ein schwieriges Thema. Also ich denke, ohne jetzt eine abschließende Antwort haben zu wollen, der Punkt ist, wenn man nur die politische Opposition nimmt, das ist immer eine kleine Gruppe, wenn man die repressiv ausgrenzt, das ist ein überschaubarer Kreis. Dann findet man aber gerade wie damals kann man nicht eine ganze Gesellschaft umwälzen, sondern das ist dann mehr nur ein kleiner Staatsstreich. Wenn man diese Gesellschaft umwälzen will, dann trifft man andere. Und wie wählt man die aus? Das ist eine der irritierenden Sachen dieser 30er Jahre, dass man extrem wahllos vorgegangen ist und man hat eigentlich systematisch die Leute einer Repression unterworfen, die in irgendeiner Form artikuliert oder nicht artikuliert vom Regime abgewichen sind durch die Tatsache ihres Nonkonformismus. Also es waren die Leute haben nicht irgendwie es waren keine Oppositionellen, sie waren einfach, weil sie Angehörige nationaler Minderheiten waren, weil entsprechend soziale Minderheiten waren oder Arbeitslose oder wie auch immer. Alle solche Leute, die potenziell in einer Gesellschaft nonkonformistisch sich verhalten können, nicht stromlinienförmig, die waren bekannt, weil man da seit den 20er Jahren Listen geführt hat über diese Leute, ehemalige Zaristen, was auch immer, was ganz bunte, buntscheckige Gruppe. Die Leute wurden diesen Repressionen unterworfen. Und das ist auch die Dynamik heutiger Form, wenn sie eine kumulative Radikalisierung durchmachen. Das heißt, dann geht es von der politischen Opposition hin zu allen Nonkonformisten, die man sich denken kann. Und das, Sie haben ja am Anfang, ganz am Anfang, den Bezug zur Türkei hergestellt. Das scheint mir da schon eine bedenkliche Tendenz zu sein. Also man, offensichtlich sind das nicht alles Leute, die am Militärputsch sahen, sondern es gibt diese Form der Radikalisierung, die sich auf alle möglichen Nonkonformisten geht. Und das sind natürlich immer auch ethnische Minderheiten, weil so wie die Gesellschaften verfasst sind bisher, sind ethnische Minderheiten meistens in einer gewissen Opferrolle und damit auch in einer gewissen nonkonformistischen Rolle. Und die werden natürlich sehr schnell zu Opfern stilisiert und ohne dass man jetzt unbedingt was gegen Juden meint haben zu müssen. Aber man weiß, das sind eben Minderheiten, die in der Lage sind, mögliche Opponenten zu sein. Also verfolgt man sie. Und dann entsteht eben diese widersprüchliche Dynamik. Das ist, ja, wie man das tiefer erklären kann, ist schwierig, aber das ist eben das Problem, wenn die Repression über die gezielte Opposition hinausgeht und dann so ein Prozess dieser Radikalisierung in Gang setzt. Und dann trifft es immer jede Form von Nonkonformismus und egal, ob das nur im Kopf passiert oder in Taten. Die meisten haben ihr gar nichts getan in der Regel, sondern es geht nur darum, sie einzuschüchtern, sie passiv zu machen, damit eben sozusagen letztendlich die Herrschenden sich gegen die Beherrschten verschwören können, in jeder Form. Damit haben wir das Tor aufgemacht, aber es soll ja auch ein bisschen reizen, dass Sie sich mit dem Thema weiter beschäftigen. Das wäre zum Beispiel möglich mit der Lektüre des Buches Der lange Schatten des Stalinismus. Sozialismus und Demokratie gestern und heute, erschienen ist das im vorvergangenen Jahr im Leica Verlag. Und dieses Buch möchte ich Ihnen an dieser Stelle ans Herz legen. Mit dem Autor Christoph Jünke habe ich gesprochen. Schönen Dank fürs frühe Aufstehen. Weiß ich ja gar nicht. Aus meiner Perspektive ist das noch recht früh für unser Thema.
Und ich glaube, da können wir auch noch mal dranbleiben. Also gerade was das Thema, das letztangesprochene angeht, die Abkehr von den eigentlichen jüdischen Genossinnen und Genossen in der Sowjetunion, das ist ja auch noch mal so ein Extrathema, aber das können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal aufnehmen. Ja, vielen Dank, gern geschehen. Ja, vielen Dank.